Medien mit Weida. Hallo zur Mediensafari hier in Mittweida. Um 10 Uhr abends ist es, die Sonne ist gerade untergegangen und jetzt kommen sie raus, die Nachtschwärmer der Hochschule. Tagsüber sind Studenten aller Fakultäten zu sehen, doch jetzt in der Nacht tummeln sich fast nur Medienstudenten hier. Und um die lichtscheuen Geschöpfe etwas besser verstehen zu können, fangen wir die jetzt mal ein. Los, komm mit! Ja, und da habe ich auch gerade einen erspäht. Wir sollten ihm mal folgen. Medienstudenten sind von Natur aus durchaus gesellig und nicht scheu. Er wird uns bestimmt zu einer größeren Gruppe führen. Komm mit. Und hier sind einige Studenten noch an der Arbeit. Und hier vorn, da wird kräftig überprüft. Hallo, was machst du denn zu dieser späten Stunde noch hier? Ich mache noch das Lektorat für die Novum. Kommt es noch häufiger vor, dass du um diese Zeit noch arbeiten musst? Ja, auf jeden Fall. Doch, ich sitze auch teilweise schon bis 2:30 noch. Die ersten Studenten, die haben wir jetzt schon auf unserer Reise durch die Nacht gesehen. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar von diesen Exemplaren finden. Hier im Schnittpool, da tummeln sich ein paar Medienstudenten. Wir gucken mal, was die so machen. Lassen sich gar nicht von uns beeindrucken. Und diese Zeit etwa noch am Arbeiten? Ja, na klar, wie immer. Was macht ihr denn hier? Wir sind auch fleißig am Produzieren. Wir haben nächste Woche noch eine Propellerproduktion und jetzt muss der Beitrag nochmal redaktionell abgenommen werden. Beziehungsweise haben wir jetzt schon und jetzt wird ausgespielt, dann sind wir fertig. Jetzt bin ich aber gespannt, ob nach 12 sich so langsam die Räume leeren oder ob wir immer noch jemanden antreffen werden. Hallo, schönen guten Abend. Bist du eher so eine Nachtigall oder bist du eher der frühe Vogel? Also arbeitest du lieber schon 2:30 oder arbeitest du lieber noch 2:30 nachts? Lieber noch 2:30 und die Nachtigall fängt den Wurm. Ja, so musst du das nämlich sehen. Und wir gucken mal, ob das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange war oder ob wir doch noch ein paar finden, die sogar noch länger durchhalten. Kommt mit. Um 5 ist es schon bei unserer kleinen Safari. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber hell ist es auf jeden Fall schon ein bisschen. Und ich würde jetzt eigentlich am liebsten schon nach Hause gehen, aber da hinten ist gerade Licht angegangen. Und da werde ich mal rausfinden, sind die noch wach oder sind die schon wieder wach? Los, kommt. Na hallo, zu so später Stunde noch wach. Wie sieht's aus? Habe ich da recht? Seid ihr noch wach oder seid ihr schon wieder wach? Also ich bin wieder wach. Okay. Ich bin auch wieder wach nach 1,5 Stunden Schlafen. Das ist dann meine nächste Frage. 1,5 Stunden nur. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe ausnahmsweise immer länger geschlafen als 3 Stunden, damit ich heute fit sein kann. Ich glaube, wir müssen jetzt auch los. Die Sendung beginnt gleich. Okay. Pflichtbewusst wie eh und je. Ja, gleich 6 ist es. Unsere Safari ist damit auch schon vorbei. Wir waren die ganze Nacht nicht allein. Immer waren Studenten da, die gelernt, produziert oder gearbeitet haben. Und von dem ganzen Arbeiten bin ich auch schon ziemlich müde geworden. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Tschüss.